Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz von unserem morgigen Spiel bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Dirk, du darfst gleich loslegen. Was gibt es zu berichten? Ja, fangen wir aus gegebenen Anlass mit dem Unerfreulichen an. Joe war heute Morgen beim Arzt, hat einen Muskelbündelriss im vorderen Oberschenkel, am Hüftstrecker. Dementsprechend wird er für die nächsten Wochen ausfallen und ist natürlich schon ein Hammer, den wir da heute als Nachricht bekommen, gerade mit dem Blick, dass Sebi natürlich immer noch verletzt ist und wir ja auch gerade was unser Offensivspiel angeht schon darauf angewiesen sind, auch den einen oder anderen zur Verfügung zu haben. Und wenn du drei Stürmer hast, Zentrale, und zwei davon jetzt schon verletzt ausfallen, ist das natürlich nicht befriedigend und erstmal ein Schlag in den Nacken für dem morgigen Spiel. Dementsprechend ist die Stimmung bei mir nicht so, wie sie eigentlich auch sein sollte, mit der nötigen Freude jetzt in das nächste Spiel zu gehen nach dem letzten Sieg. Überwiegt jetzt erstmal die Enttäuschung, dass Jones in den nächsten Wochen auch nicht zur Verfügung steht. Okay, danke Dirk. Fanal, erstes Tor geglückt am Freitag. Kannst du die Stürmer ersetzen? Na, ich bin ja kein Golgatha, aber zum Glück hat es jetzt weiter geklappt und ich freue mich für die Mannschaft, dass wir die drei Punkte geholt haben und jetzt mit der Nachricht mit Joe, das wusste ich jetzt noch nicht und das ist schon ein Rückschlag für uns, aber wir müssen jetzt trotzdem morgen Vollgas geben und müssen auch irgendwie Joe ersetzen und wie es morgen dann aussieht, werden wir morgen sehen. Okay, danke Fahne. Eure Fragen bitte. Viele Möglichkeiten, was deine Sturm angeht, hast du ja noch nicht vergeben. Marcel Karl dann als einzige Sturmspitze wahrscheinlich, oder? Ja, wir haben ja keine Alternative mehr. Dementsprechend wird es mit Sicherheit bei Marcel Karl schon mal anfangen. Ja. Und auch enden. Ist der Ding jetzt so ein bisschen besonders in Watte packen? Nee, ich denke gerade dann ist es ja oft so, dass wenn du jetzt auch noch alles in Watte packst, dass dann vielleicht eventuell noch mehr passiert. Weiß ich nicht, habe ich mir jetzt auch noch nicht große Gedanken drüber gemacht, aber wie gesagt, der Frust sitzt jetzt schon tief, jetzt, wie ich das auch von einer halben Stunde erst erfahren habe. Ja, jetzt müssen wir Lösungen finden, damit es morgen trotzdem funktioniert und auch die nächsten Wochen funktioniert, das ist klar. Eine Chance da drin, was Neues zu probieren, kannst du im Moment noch nicht sehen? Doch, natürlich sehe ich da jetzt schon Ansätze, wie wir es dann morgen lösen können, das ist klar. Da werden wir auch Lösungen für haben. Wie die dann aussehen, klar, muss da schon noch ein bisschen abwarten. Ist das am Freitag im Spiel passiert? Ja. Oder? Also ich vermute, dass es bei der letzten Aktion ist, wo sie sich außen da durchtankt und diesen Vollsprint nochmal macht in der 93. Minute. Und da denke ich, hat er sich das reingezogen. Ja. So die Haupterkenntnis, wir haben ja nach dem Spiel gesprochen, aber hast du mal nochmal drüber schlafen können, gibt es so eine Haupterkenntnis aus dem Spiel oder zwei, drei wichtige Erkenntnisse für dich aus dem Spiel in Freiburg? Ja, ich habe das ja unmittelbar nach dem Spiel schon gesagt. Ich denke, dass es schon wichtig war, dass die Mannschaft auch versteht und auch das Vertrauen dann in sich hat, Spiele gewinnen zu können, selbst wenn man mal ein bisschen tiefer steht, selbst wenn der Gegner mal mehr Ballbesitz hat, als das zum Beispiel im Spiel gegen Frankfurt war. Da war es ja genau andersrum, da hatten wir den vielen Ballbesitz und Frankfurt hat uns die Dinge eingeschenkt. Und ich denke, dass das eine wichtige Erkenntnis auch für die Mannschaft ist, dass wenn sie gut stehen, organisiert stehen, dass das schon mal die Basis ist, dass wir in der zweiten Halbzeit trotzdem drei, vier Chancen zugelassen haben, wo wir noch besser verteidigen müssen. Das haben wir auch gesehen. Aber wichtig ist trotzdem, dass du dann solche Spiele auch in der Lage bist zu gewinnen und das haben wir gemacht. Es ist klar, dass das, so wie das Spiel am Freitag gelaufen ist, über eine Einzelaktion irgendwie zustande kommen musste, durch eine gelungene Aktion, wobei der Angriff an sich eigentlich ganz gut vorgetragen war und der Abschluss von Fanol natürlich richtig gut war. Aber da leben wir im Moment von, halt von den kleinen Momenten, die wir haben und da müssen wir uns Schritt für Schritt dann jetzt weiter nach vorne spielen. Ich höre mich ja normalerweise so immer so ganz zurück, was so Trainersachen angeht, geht mich auch nichts an, aber ich fand halt, als ich das Ding geschnitten habe, dass man gesehen hat, zum Beispiel erste Chance Bumbuidika, dass da der Laufweg gemacht wurde von Tobi Jennecke links, der hat es dann angeboten, ne, die Möglichkeit angespielt zu werden durch Fanol, dann bei Mendler die Möglichkeit, der ist dann mal in den Raum gegangen. Ja. Wie kannst du die Jungs dazu kriegen, irgendwie diese Laufwege anzubieten? Weil ich glaube, wenn die dann da sind, dann flutscht das von allein, habe ich so das Gefühl.
Ja, das ist einer unserer Themen immer wieder, diese tiefen Laufwege zu machen. Das hat was mit Bereitschaft zu tun, das hat aber auch etwas damit zu tun, Situationen frühzeitig zu erkennen. Ja, den Ball nicht immer nur in den Fuß zu wollen. Mit Sicherheit ist das eine der Punkte, wo wir uns noch verbessern können oder auch verbessern müssen. Das Tor fällt trotzdem durch einen tiefen Laufweg von Markus Mendlauf, wo er in die Tiefe geht, auch wenn der Ball jetzt durch den Gegenspieler nochmal kurz unterbrochen wurde. Aber es ist trotzdem die Situation, dass du durch solche Laufwege halt auch mehr Räume bekommst, weil der Gegner sich zumindest erstmal die ersten Schritte dranhängen muss. Und dann bekommst du mehr Räume. Aber auch das ist immer wieder vom Gegner unterschiedlich. Fakt ist, dass wir mit Sicherheit, ich habe das ja auch nach dem Spiel gesagt, im Spiel nach vorne noch Potenzial haben. Aber jetzt nach der Klatsche gegen Frankfurt war es erstmal wichtig, eine gewisse Stabilität reinzubekommen, dass wir gut stehen, organisiert stehen, wenig zulassen. Das haben wir die erste Halbzeit sehr, sehr gut hinbekommen. Zweite Halbzeit mit ein paar löchrigen Phasen drin. Aber das wird immer wieder unsere Basis sein, um erfolgreich zu spielen im Moment. Kannst du bitte noch zwei, drei Worte zum VfB sagen, wie du den siehst, auch jetzt in der Konstellation mit deinem Team? Ja, es ist eine ähnliche Mannschaft wie Freiburg letzte Woche. Ne? Sie läuft sogar als U21-Mannschaft auf, haben auch eine sehr junge Mannschaft, haben auch ihre zwei erfahrenen älteren Spieler in der Mannschaft. Eine Mannschaft, die ja, auch über die Flügel richtig gute Spieler hat, viel Tempo, viele dribbelstarke Spieler über den Flügel, wo sie immer wieder versuchen, auch ins 1 gegen 1 zu kommen. Und da werden wir halt unsere Lösung für haben, dann hoffentlich morgen. Und ähnlich erfolgreich spielen, wie wir es in Freiburg auch hinbekommen. Wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, ob noch was gemacht wird, personell nachgelegt wird. Transferfenster ist noch offen, da sagtest du, stand jetzt erstmal nicht. Der Stand jetzt ist nichts geplant. Jetzt haben sich die Vorzeichen ein bisschen verändert. Wie sieht das aus? Ja, also wie gesagt, die Nachricht von Joe kam ja jetzt erst vor einer halben Stunde. Von daher gab es jetzt noch nicht viel Zeit, darauf zu reagieren. Ich habe ja auch gesagt, dass wir den Markt im Blick haben, aber jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das auch nicht so einfach ist. Also die Spieler, die noch auf dem Markt sind, gibt es auch oft einen Grund dafür, beziehungsweise man kann auch nicht einfach jeden irgendwo loseisen, den man gerne hätte. Da spielt ja auch noch ein anderer Verein mit oder der Spieler. Von daher ist das nicht so einfach, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Also wie gesagt, wir hatten das nicht geplant. Jetzt fallen natürlich mit Dausch, ist der dritte Offensivspieler, der natürlich noch ausfällt. Es fehlen uns im Moment drei. Das sind natürlich alles Verletzungen, die nicht ein halbes Jahr dauern, sondern überall so ein Mittelding ist. Von daher müssen wir die Situation natürlich jetzt nochmal neu bewerten. Wobei in der Kürze der Zeit werden wir da jetzt sicherlich nichts machen können. Beziehungsweise der Markt gibt jetzt auch nicht so viel her. Wie lange wird das bei Joe ungefähr dauern? Das hört sich ja relativ schwierig an. Schwer. Also ich habe jetzt erstmal nur die Diagnose bekommen und die Aussage mehrere Wochen. Also mehrere Wochen bedeutet für mich nicht 3-4 Wochen, sondern schon 6-8 Wochen. Für mich persönlich. Kann das aber auch falsch interpretieren, weiß ich nicht. Ist absehbar, wann Sebi einsteigt oder ist es auch ganz leicht? Sebi hat morgen nochmal eine erneute Untersuchung. Auch da werden wir dann wieder eine Rückmeldung bekommen, wie es bei ihm aussieht, aber aufgrund der Länge der Verletzung ist das natürlich jetzt auch nicht der uns übermorgen die Punkte garantiert. Gab es denn so, was die Stimmung angeht in der Mannschaft, zumindest so ein Gefühl jetzt nach dem Spiel und vielleicht auch in den Tagen danach, dass du sagst, boah, man merkt einfach, dass denen das auch gut getan ist, oder ist das eher Realismus? Nein, gut, jeder Sieg tut einem gut, ne? Gerade wenn du das erste Spiel 0-3 verlierst. Also das konntest du schon merken, dass die Jungs da so ein bisschen Erleichterung gespürt haben, auch bei unserem Trainerteam, denke ich, bei allen, auch bei den Zuschauern. Und trotzdem ist es klar, wir wissen auch, wir brauchen jetzt nicht auf die Euphorietube zu drücken, also so doll war das jetzt auch nicht, aber es war zumindest jetzt mal der Anfang, der erste Schritt, durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, mit einer sehr, sehr guten Laufbereitschaft, mit einer guten taktischen Umsetzung von dem, was wir ihnen vor dem Spiel mitgegeben haben. Und von daher war es, wie gesagt, der erste Schritt jetzt in die richtige Richtung. Und jeder Sieg tut der Mannschaft gut. Das merkt man dann natürlich schon am nächsten Tag, wenn man hier morgens aufsteigt und eine kurze Besprechung macht. Das ist was anderes, als wenn du 0-3 verlierst, das ist klar. Und da fahren wir jetzt häufiger aus der Entfernung mal drauf versucht, oder? Also ich habe es bis jetzt noch nie verboten. Ja, Fanol kennt da meine Einstellung. Ne? Ich hätte den Fanol punktuell immer gerne mal auch offensiver in Aktion. Aber ja, jeder Spieler hat seine Stärken, seine Schwächen. Und das ist mit Sicherheit ein Thema,
wo Fanol selber auch gerne sich noch ein bisschen weiterentwickeln möchte, dass er noch öfter in diese Situation auch reinkommt. Aber Basis seines Spiels ist halt auch defensiv, Zweikämpfe, Kopfballspiel, Aggressivität zu vermitteln. Und deswegen habe ich ihn ja auch für das Spiel Freiburg reingebracht. Und das hat er natürlich mit dem Tor dann auch nochmal gekrönt. Und er darf unter die ersten Elf dann noch ganz schön. Ja, die Chance ist sehr hoch, dass er morgen von Anfang an aufläuft. Wie groß ist die Chance für die vier anderen, die rausgekickelt wurden fürs letzte Spiel? Wer war das jetzt alles? Ich weiß es nicht. Also ich schaue jetzt nicht zurück, wer ist jetzt da rausgegangen. Also das habe ich ja nicht alles immer sofort abrufbereit. Mir geht es immer nur darum, welche Mannschaft kann morgen gewinnen. Ja? Und mit Sicherheit wird aufgrund des Ausfalls von Joe schon wieder irgendwas stattfinden müssen. Ja? Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass sich da Veränderungen morgen ergeben werden. Und jeder hat die Möglichkeit, da auch in jedem Training sich wieder reinzuspielen. Seit zwei Jahren. Ich bin jetzt auch keiner, der irgendwelche Forderungen stellt. Wir haben das jetzt zwei Jahre so gehandhabt, dass wir alles in Abstimmung gemacht haben. Wenn wir Bedarf haben auf irgendeiner Position, haben wir darüber gesprochen. Ja, mit Sicherheit werden wir jetzt auch mal darüber reden, wie ist die Situation, bestehen Möglichkeiten, da was zu machen oder lassen wir es sein. Aber ich als Trainer wünsche mir natürlich schon, dass wir da jetzt nochmal eine Alternative zusätzlich bekommen. Aber andererseits, wie der Markus gerade auch schon gesagt hat, macht es keinen Sinn, jetzt nur einen Spieler zu holen, damit du punktuell nochmal einen hast, der den Kader auffüllt, sondern da muss es auch jemand sein, der uns da weiterhilft. Und das ist halt schwierig in der Kürze der Zeit. Ja, auch wenn man natürlich, wie Markus, den Markt ganz intensiv schon im Auge hat, trotzdem ist es schwierig, weil mehrere Faktoren da eine Rolle spielen. Ja. Dementsprechend geht es jetzt erstmal darum, mit dem Kader und mit den Leuten, die uns zur Verfügung stehen, die bestmögliche Aufstellung wieder hinzubekommen, die Spieler auszuwählen, die im Moment die beste Verfassung haben. Und da werden wir uns heute mit beschäftigen und dann morgen auch so auf dem Platz umsetzen können.